So, meine Lieben, Freitagnacht, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und freue mich jetzt auf den ersten Anrufer. Das ist nämlich der Daniel und Daniel ist 23 Jahre alt. Daniel, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Hallo. Hallo. Und zwar habe ich schon oft genug versucht, bei dir anzurufen und wollte gerne mit dir über ein ungewöhnliches Telefongespräch sprechen. Ja, das war ja auch unser Thema neulich. Ja, ja. Genau. Und zwar habe ich dieses Jahr meinen Papa verloren, weil er gestorben ist. Mhm. Und die Lebensgefährtin von ihm hat mich am 20. April diesen Jahres angerufen und hatte mir dann gesagt, dass mein Papa verstorben ist. Mhm. Wie, in welcher Situation hat sie dich erwischt am Telefon? Ich war auf der Arbeit, ja. Ich musste arbeiten an dem Tag. Und was arbeitest du? Ich bin Altenpfleger. Ja. Und das hat mich natürlich in dem Moment ziemlich kalt erwischt. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich 2 oder 3 Tage vorher noch bei ihm war. Und das heißt, dein Vater war nicht sehr schwer krank, es war ein ganz plötzlicher Tod? Nee, also er war Diabetiker. Ja. Und hatte den ersten Herzinfarkt noch überlebt. Und den zweiten, wo er auf einer normalen Station war, hat er nicht mehr überlebt. Ah ja, also er war schon schwer angeschlagen. Ja, genau. Mhm. Und ich mach mir so ein paar Vorwürfe, weil ich hatte nie so die allerbeste Beziehung zu meinem Papa. Mhm. Wie kam das? Ja, weil meine Eltern geschieden sind oder geschieden waren schon ganz, ganz lange und er halt immer, wie Vater und Sohn halt haben, unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ich habe mein Leben gelebt und er hat sein Leben gelebt und er hat sich nie was sagen lassen und ja, und so verlief sich das manchmal und wir haben 5 Jahre keinen Kontakt gehabt und dann haben wir 2, 3 Monate mal wieder Kontakt gehabt und dann lief das auch ganz gut, aber... Ja. Wie war denn so die letzte Zeit, ich sag mal so das letzte Jahr? Auch nicht rosig. Auch nicht rosig? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und er hat mir irgendwann mal, das ist also bevor er gestorben war, meine SMS geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, ich sollte doch dran denken, was ich ab und zu mal sage zu ihm, weil ihn würde es nicht mehr lange geben. Mhm. Und diese SMS habe ich nie verstanden, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann halt gestorben ist und wo ich mich dann... Also hatte er schon eine Ahnung. Vielleicht hat er schon eine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Und ich finde, nichts kann so schlimm sein, dass man mit demjenigen nicht mehr redet. Mhm. Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, vielleicht mit ihm noch öfters über gewisse Sachen zu reden, nicht einfach stillschweigend darüber hinweg zu reden. Ich gehe mal davon aus, du bist 23, erst, dass dein Vater auch nicht so sehr alt war. Nein, 48 erst. 48 erst. Mann, oh Mann. Das war natürlich nicht schön. Mhm. Also wäre schon die Vorstellung, wie toll, wenn ich irgendwann mit ihm nochmal richtig hätte reden können, über alles. So. Ja, richtig, genau. Früher, warum man nicht gut miteinander konnte, genau, und so weiter. Richtig. Und aber er hat dieses Gespräch ja auch nicht gesucht bei dir, obwohl er schon vielleicht irgendwie eine Ahnung hatte, dass er sehr schwer krank ist. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat dir diese SMS geschickt. Das zeigt einem ja, dass er schon irgendwie so ein bisschen über die Thematik nachgedacht hat, aber er war auch nicht initiativ. Nein, in dem Sinne nicht. Nee. Hätte er ja auch sein können, als nun auch viel erfahrenerer Mann, als du es bist. Ja, richtig, richtig. Er hätte ein Stück weit auf mich zukommen können, indem er mir wirklich gesagt hätte, was los ist. Mhm. Aber das hat er nicht getan. Mhm. Und, ich habe diese SMS in den falschen Hals gekriegt, in dem Sinne, dass ich dann das nicht forsch drauf geantwortet habe und ihn gefragt habe, ob er nicht alle auf dem Zaun hat. Ach so, das hast du zurückgesimst? Das habe ich zurückgeschrieben, klar, weil ich in dem Moment natürlich nicht wusste, was er von mir wollte und mit solchen Sachen ja man ja auch keinen Scherz macht. Ja. Und da hat er gar nicht mehr reagiert drauf? Da hat er nicht mehr reagiert drauf, nein. Tragische Verwicklungen, das Ganze. Ja.
Mittlerweile, ich will nicht sagen, ich bin drüber weg, um Gottes Willen. Ich bin noch lange nicht drüber weg, dass er schon so früh gestorben ist. Nur, ich kann eigentlich nur jedem anderen ans Herz legen, dass man, auch wenn es gibt wirklich Sachen, die ganz, ganz schlimm sind, weil man muss wenigstens versuchen mit entweder Elternteil oder auch mit Freundinnen, Frauen. Ja, das hört man so oft, dass Leute das so sehr bedauern, wenn jemand gestorben ist, dass nicht mehr genug gesprochen wurde. Ja. Und auf der anderen Seite hört man auch, dass Leute das so sehr gut finden, dass sie mit den Menschen, die gestorben sind, nochmal haben reden können und dass man wirklich alles gesagt hat, was es zu sagen gibt. Ja. Als du dieses Telefonat damals bekamst, wie war dein direktes Empfinden? Und was hast du getan? Ich war natürlich erstmal geschockt, ganz klar, und habe sofort aufgehört zu arbeiten. Mhm. Also habe dann zu meinem Chef gesagt, ich muss weg, mein Papa ist gestorben. Mhm. Und bin dann daraufhin zu seiner Lebensgefährtin gefahren. Mhm. Und ja, und daraufhin bin ich dann mit ihr zusammen ins Krankenhaus gefahren. Das heißt, du hast ihn dann nochmal gesehen? Nein, ich bin nicht mehr zu ihm reingegangen. Ja. Was mir hinterher auch zum Vorwurf gemacht worden ist. Warum bist du nicht reingegangen? Weil ich ihn so behalten wollte, wie ich ihn zuletzt gesehen hatte. Finde ich, muss man auch respektieren. Ich finde, es gibt Menschen, die möchten gerne so diesen direkten Abschied nehmen und den Verstorbenen auch nochmal sehen. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte ihn in Erinnerung behalten, wie er gelebt hat, wie er vorher war. Ich finde, dass man da kein Urteil abgeben darf. Das ist so individuell und jedem selbst überlassen. Ja, finde ich. Ich finde, da musst du dir keine Vorwürfe machen lassen. Die andere Geschichte ist, ich finde, einfach quer gelaufen. Da trägt aber auch dein Vater Schuld, ihr beide tragt da eine gewisse Schuld. Aber ja, ich war auch nicht ohne. Das gebe ich schon zu. Ja, also, wir haben uns beide immer ziemlich hart angegriffen. Warst du denn auf der Beerdigung? Ja, natürlich. Mhm. Klar, mit meiner Schwester zusammen. Ja. Ja. Und mit seinem Bruder. Ja. Bist du in irgendeiner Weise gläubig? Gut, ich bin katholisch und mein Papa war es jetzt nicht so, aber... Glaubst du, dass er in irgendeiner Form weiterlebt? Tja, gute Frage. Vielleicht tut das. Ich hoffe es. Vielleicht passt da noch ein bisschen auf mich auf von oben. Na, ich frage es deshalb, weil wenn man diesen Glauben hat, kann man das ja auch versuchen, was einem noch auf dem Herzen liegt, in Form so einer meditativen Zwiesprache loszuwerden. Ja, das mache ich sogar ab und zu. Ich fahre zum Friedhof und stelle mich dann halt vors Grab und fange an zu reden. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Weil es mir hilft. Ja. Weil ich hatte leider keine Chance mehr. Ich habe ihn zum letzten Mal auf Intensivstation gesehen. Ja. Da hat er noch gelacht. Mhm. Und das Bild wollte ich einfach nicht zerstören. Mhm. Also für mich jetzt. So, und ich habe deinen Anruf jetzt auch so verstanden, wirklich auch unter anderem als Appell, dass man, wenn man irgendwas noch unbedingt besprechen möchte mit einem Menschen, der auch vielleicht krank oder alt ist, dass man das auch dann tut und so schnell wie möglich. Ja, auch nicht nur, wenn derjenige krank ist, sondern überhaupt. Auch wenn man sich du hast recht. Nicht versteht. Ja. Es gibt immer irgendwie einen Weg. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich habe es selbst oft genug nie geschafft, diesen Weg zu gehen. Aber das Leben ist so schnell vorbei und das glaubt man gar nicht. Wenn ich daran denke, dass er nächstes Jahr 48 geworden wäre. Ja, das vermisst man immer, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, wie richtig flüchtig alles ist. Ja, du hast recht. Lieber Daniel, danke für deinen Anruf. Ja, und danke. Und dir von Herzen alles Gute. Jo, okay, alles klar, danke. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist die Kathi und Kathi ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Kathi, um was geht's? Ich rufe nochmal an wegen dem Telefonat, was du am Dienstag hattest. Ich bin jetzt inzwischen 41 Jahre alt und wusste 40 Jahre im Prinzip nichts von meinen leiblichen Geschwistern. Mhm. Hab dann irgendwann mal den Mut gefasst und habe angefangen zu forschen. Mhm. Wie kam das, dass du nichts von deinen leiblichen Geschwistern wusstest? Wir sind alle, so wie ich jetzt weiß, inzwischen alle zur Adoption freigegeben worden, bis auf die beiden Ältesten. Wir sind in der ehemaligen DDR bei den Großeltern geblieben. Ja.
Unser Großvater hat ein ziemlich strenges Regiment geführt und als unsere Mutter dann das dritte Mal schwanger war, ziemlich jung noch war, hat er sie dann rausgeschmissen. Mhm. Und sie ist dann irgendwie auf irgendwelchen Irrwegen rüber in den Westen und hat da dann noch weitere 5 Kinder gekriegt. Oh, das ist aber eine große Familie dann entstanden. Ja, das kann ich dir sagen. Ich war auch ganz erschlagen, als ich gehört habe, ich habe noch 6 Geschwister. Ja. Hab mich ziemlich umgehauen. Ja, wie hast du es gehört dann? Ich habe dann irgendwann angefangen, über das Jugendamt hier in der Nähe, wo ich wusste, da lief die Adoption drüber, habe ich mich dann kundig gemacht, hat auch eine sehr nette Sacharbeiterin. Mhm. Und die hat gesagt, sie macht sich mal auf den Weg und versucht mal rauszufinden, ob sie was rausbekommen kann. Mhm. Das dauerte eine halbe Ewigkeit und irgendwann bekam ich dann einen Anruf, sie hätte meinen leiblichen Bruder gefunden, sprich, wir haben den gleichen Vater. Mhm. Das ging auch aus den Unterlagen hervor. Sie hat dann ihm einen Brief geschrieben, meinte, sie meldet sich wieder. Das dauerte dann auch wieder 5-6 Wochen. Ich wundere mich, dass das so einfach geht, dass eine Mitarbeiterin des Amtes das so von sich aus dann gemacht hat. Normalerweise sind das ja immer sehr komplizierte Verfahren, bis man dann Menschen findet, die man sucht. Richtig. Ich habe also auf eigene Faust versucht. Das war ein Ding nur Möglichkeit, war nicht zu wollen. Ich hatte ihr auch ein paar Infos gegeben. Ich wusste also, in welchem Kinderheim ich untergebracht gewesen bin. Ja. Hatte so ein paar Unterlagen von meinen Adoptiveltern bekommen, was die Adoption anbelangte. Das hatte ich ihr natürlich rübergeschickt. Mhm. Und aufgrund dessen gibt es ja ein Geburtenregister. Und sie hat einfach mal nachgeschaut, was in diesem Geburtenregister zu finden ist. Ja. Und hat dann eben halt meinen leiblichen Bruder und auch den Rest, aber der Rest erst später gefunden. So kam peu à peu, wurde die Familie größer. Ja, ziemlich groß, würde ich sagen. Wie viel kamen dann letztendlich zusammen, die du neu kennengelernt hast? 6. 6 Leute, 6, ja. 6 Geschwister bzw. Halbgeschwister. Richtig, ganz genau. Im Alter von? Also der Älteste ist jetzt 55 und der Jüngste ist 33. Der ist 33. Richtig. Was war denn das für ein Gefühl? Als du die dann, hast du die auf einen Schlag gesehen? Nee, nach und nach. Nee. Also am meisten berührt hat mich eigentlich, dass ich meinen leiblichen Bruder gefunden habe. Ja. Das war total witzig. Sie rief mich dann irgendwann an und meinte, ja, ich habe den gefunden und habe dem auch gleich von Ihnen erzählt. Und dann habe ich gefragt, was sie denn so erzählt hat. Ja, von wegen, dass sie ihn gesucht hätten und so weiter. Und dann fing er gleich an. Also eins müsste er von vornherein klarstellen, er wäre schwul. Und wenn ich keinen Kontakt mit ihm haben wollte, dann sollte ich ihn gar nicht erst anrufen. Oh, das war eine klare Ansage gleich. Ja, aber hallo die Waldsee. Und dann hat die Dame vom Jugendamt gesagt, also da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich gehe mal davon aus, dass Kathi so tolerant ist, dass ihr das ziemlich egal ist. Ja, Kathi ist unter anderem so tolerant und Kathi hat sich vor 7 Jahren als lesbisch geoutet. Besser passt es ja gar nicht mehr. Richtig, das war also dann der absolute Brüller, das hat ihn wohl völlig aus dem Auto geprügelt. Wie alt ist denn der große Bruder? Der große Bruder ist 43. 43. Mhm. Und ich habe ihn dann angerufen, wir haben also erstmal 10 Minuten lang darüber gelacht, dass wir leibliche Geschwister sind, er schwul, ich lesbisch. Ja. Das war die absolute Krönung. So, irgendwann kamen die anderen auch dazu? Richtig, wir haben uns dann, kamen Tür für die anderen dazu und irgendwann haben wir dann organisiert, dass wir ein Geschwistertreffen machen. Mhm. Das ist dann im Harz war das und mein Bruder und ich sind auch hingefahren. Es war ganz, ganz komisch. Ach, komisch. Das war richtig merkwürdig, ja. Komisch, weil befremdlich oder auch wirklich irgendwie, seid ihr nicht warm geworden miteinander? Doch, wir haben fürchterlich viel gelacht. Es ist nur, du guckst den Gesichter und hast das Gefühl, du kennst das Gesicht, weil wir uns alle fürchterlich ähnlich sehen, in gewisser Art und Weise, bis eben auf meinen leiblichen Bruder und ich. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich, ja. In keinster Form. Wir kamen dann an und der älteste Bruder meinte dann, ohne Hallo zu sagen oder wie geht's dir oder sonst irgendwas, das ist Mutter. Wo ich gedacht habe, was will er denn jetzt von mir? So. Aber er hat gesagt, ich sehe aus wie unsere leibliche Mutter, hat dann irgendwo ein uraltes Foto ausgegraben. Ja. Und ich habe mir das angeguckt und habe wirklich gedacht, es bügelt mich quer durch den Raum. Ist es denn jetzt? Ich hab's verbissen. Ja, ist es denn jetzt so, dass du sagst, ich habe jetzt wirklich so eine große Familie zugewonnen und die wird auch bei mir bleiben? Wir werden weiter alle Kontakt pflegen. Nee, das nicht. Nee, also der Kleine, sage ich immer, und mein leiblicher Bruder, wir drei, wir sind wie so ein Kleeblatt. Wir haben regelmäßigen Kontakt. Der Große kommt auch immer her, der Kleine auch regelmäßig. Mhm. Er findet auch meine Kinder ganz toll. Ist jetzt Onkel, findet er ganz super. Mhm. Aber der Rest, man schreibt sich vielleicht mal, aber das ist nicht so das, was ich, wenn ich ehrlich sein soll, mein Leben lang gesucht habe. Na gut, es war ein Versuch und immerhin hast du 2 neue tolle Leute gefunden. Richtig. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Wohnen denn die beiden Jungs zumindest in deiner Nähe oder sehr weit weg von dir? Nein, der eine wohnt hier in Osnabrück, ich wohne hier im Raum Herford, ja. Der eine wohnt in Osnabrück, der andere wohnt in Paderborn, also ist alles dann erreichbar. Geht das ja. Ja, klar. Tolle Geschichte, Kathi. Tolle Geschichte. Ja. Wie kam das denn, das habe ich am Anfang gar nicht kapiert, dass du jetzt erst angefangen hast zu forschen?
Es ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Meine Eltern haben mir eine ganz tolle Kindheit verpasst, muss ich ganz einfach mal sagen. Mhm. Nur irgendwann mit 12, ich war angeblich nicht getauft, musste man mir ja irgendwann mal erzählen, dass ich adoptiert bin. Und dieses, du bist nicht unser Kind, das hat mich so dermaßen umgehauen. Und dann gab es auch immer Probleme mit meinen Eltern. Und von daher habe ich immer dieses Gefühl rüberbekommen, du musst jetzt dankbar sein. Die haben dich aus dem Kinderheim geholt und ich habe immer gedacht, wenn du jetzt anfängst zu forschen, tust du deinen Eltern vielleicht weh. Ach so, verstehe. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und deshalb, aber irgendwie. Deshalb hast du so lange hinausgezögert. Richtig, aber dieses Wissen wollen, wo kommst du her? Klar. Was ist mit dir los, ist größer wie alles andere. Verstehe. Ich gratuliere zur neuen Familie, Kathi. Ich danke dir, Domian. Und wünsche euch, dass ihr bis ans Fern, das mag noch sehr lange dauern, ans Lebensende gut miteinander auskommt. Das hoffe ich auch. Alles Liebe. Kann ich von dir noch eine Autogrammkarte haben? Ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich erreichen wollt hier live, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Die kostet nichts, kostenfrei. Oder meldet um in @wdr.de. Hier ist Pia. Pia ist wie alt? Pia ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Pia. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Enkelin ist an Mutismus erkrankt. Deine Enkelin ist an Mutismus erkrankt? Mutismus. Das erklärst du uns jetzt. Ja, Mutismus ist eine Sprachkrankheit. Eine Sprachkrankheit? Ja, ist eine Sprachkrankheit. Und zwar, die Kinder, die an Mutismus erkrankt sind, die sprechen nur mit ihren Eltern, Geschwistern und mit niemandem sonst. Also mit dir auch nicht? Nein. Wie alt ist die Enkelin? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Es ist wirklich so begrenzt auf Eltern und Geschwister? Ja. Wenn du als Oma, sie kennt dich ja nun auch von Anfang an. Ja. Wie verhält sie sich, wenn du sie auf den Arm nimmst oder wenn du sie ansprichst? Was macht sie dann? Gar nicht. Ich darf sie nicht mal angucken. Was macht sie, wenn du sie anguckst? Und dann dreht sie sich weg oder sie weint. Mhm. Also bis zu 2 Jahren war sie ganz normal. Und irgendwann mit 2 Jahren fing das an. Hast du bemerkt, irgendwas ist seltsam mit dem Kind? Ja. Und wie gesagt, bis dahin, wir sind auch noch nicht so, dass wir das so wussten. Ich habe das auch erst mal durchs Fernsehen erfahren, dass es diese Krankheit überhaupt gibt. Ja. Die ist noch gar nicht so verbreitet. Ja. Ja, aber ich habe jetzt schon etliche Sendungen gehört, wo das eben erklärt wurde, dass es diese Krankheit gibt. Nochmal so praktisch gefragt, wenn du die Kleine auf den Arm nehmen würdest, würde sie weinen? Ja. Und sie würde sich wehren? Ja. Und mit anderen Kindern ist es ganz genauso? Also sie geht ja im Kindergarten. Ja. Und sie hat vielleicht eine, mit der sie mal 2 Worte wechselt. Sonst ist sie ganz in sich geschlossen und isoliert quasi. Ja. Und auch die Kindergärtnerin dürfen sie... Nein, mit der Kindergärtnerin spricht sie kein Wort. Es gab nur einmal eine Szene, da sind sie Eis essen gegangen, die Kinder im Spazierengehen. Hm? Und jedes Kind wurde gefragt, was möchtest du denn für eine Kugel Eis? Hm? Und Michelle heißt meine Enkelin, war dran und hat nichts gesagt. Und da hat die Erzieherin gesagt, ja, Michelle, tut's mir leid, dann kannst du kein Eis essen. Mhm. Und da hat sie dann gesagt, ich möchte Schoko. Das sind die einzigen Worte, die sie mit der Erzieherin gewechselt hat. Da musste sie, da blieb ja gar nichts anderes übrig. Ja. Da war das Eis wichtiger als das Schweigen. Ja. Aber lustig ist das Ganze nicht. Nee, das ist nicht lustig. Und so eine Oma sowieso nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Es tut mir sehr weh. Mich wundert, dass die Kleine überhaupt dann freiwillig in den Kindergarten geht, weil das muss sie doch dann als bedrohlich empfinden mit so vielen fremden Menschen. Nee. Nein, das finden die nicht als bedrohlich. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, die wird auch nächstes Jahr eventuell normal eingeschult. Ja. Diese Kinder können ganz normal, weil die sind ja normal intelligent, sind sogar mehr als intelligent, weil die schweigen ihren ganzen Tag. Die können alles mehr aufnehmen als andere Kinder. Also man nennt diese Erkrankung Mutismus, sagst du? Mutismus, Haben denn deine Tochter, der Schwiegersohn, haben die sich mit Ärzten in Verbindung gesetzt, was man da tun kann, ob es Therapien gibt? Was kann man tun? Ja, und da ist ja meine Frage jetzt. Deswegen habe ich angerufen. Ach so. Ja, weil sie kommen hier nicht weiter. Sie gehen zwar zu einer Frühförderung, ja, aber es bringt nichts.
Sie müssten zu einem Spezialisten nach Jena fahren. Also wir leben in Thüringen. Ja. Ja, in Arnstadt. Und wie viele Kilometer ist das entfernt nach Jena von dir? Nach Jena 60 Kilometer, aber die haben kein Auto. Ah, und, verstehe. Ja. Also ihr lebt auf dem Land quasi? Ja, auf dem Land nicht. Also naja, ein bisschen. Eine Stadt mit 27.000 ja, Einwohnern. Okay. Ja, aber es gibt hier keinen Spezialisten. Ja. Und sowas kann nur durch einen Spezialisten gefördert werden. Gibt und es denn überhaupt in Jena einen? Ja, es gibt in Jena in der Uniklinik. Ah ja, weil wenn das so eine seltene Erkrankung ist, ja, würden die Spezialisten auch nicht so weit verbreitet sein in Deutschland. Ja. Ja. Ist dein Anruf in irgendeiner Form ein Hilferuf? Ja. Du suchst Leute, die... Ich suche Hilfe vielleicht über Eltern, die betroffen sind. Mhm. Mhm. Also meine Tochter sucht im Internet Gesprächspartner, wo sie sich austauschen können, weil sie hat dann nirgends Hilfe. Also, dann biete ich dir das, ich habe es ja diese Woche bei einigen Sachen auch schon mal gemacht und mache es in diesem Fall auch nochmal gerne, dass ich euch bitte, euch Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr über diese seltene Erkrankung Mutismus sehr gut Bescheid wisst, vielleicht einen guten Spezialisten kennt oder selbst betroffen seid, dass eure Kinder vielleicht daran erkrankt seid und gute Tipps geben könntet für Pia beziehungsweise die Tochter von Pia, dann meldet euch doch bitte bei uns, am besten per Mail und wir reichen das dann natürlich sehr gerne weiter. Och, das wäre sehr nett. Das machen wir, Pia. Mhm. Also hoffen wir mal, dass wir eine Resonanz kriegen und dass wir dann auf diesem Wege vielleicht ein klein wenig euch unterstützen können. Das würde mich sehr freuen. Ja, das wäre sehr nett. Ja, okay, dann drücken wir gemeinsam die Daumen. Ja, danke. Und ich wünsche deiner Familie alles Gute von Herzen. Ja, ich danke. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Cindy. Guten Morgen. Moin. Cindy ist wie alt? 20. 20 Jahre. Cindy, weswegen rufst du an? Ich mache mir irgendwie Vorwürfe durch den Selbstmord von meinem Verlobten. Dein Verlobter hat sich das Leben genommen? Ja. Wann hat er sich das Leben genommen? Am 17.8. Ach, jetzt in diesem... Letztes Jahr. Ach, im letzten Jahr? Ja. 2006? Mhm. Ja. Wie lange wart ihr verlobt gewesen? Gut, 2 Jahre. Ja. Warum hat er sich das Leben genommen? Das weiß ich nicht. Er hat nichts hinterlassen, keinen Brief? Nicht, dass ich wüsste, weil am 11.8. hat er sich von mir getrennt gehabt. Ich habe aber noch bei ihm gewohnt. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein habe ich dann einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Da hat mein großer Bruder mich dann aus der Wohnung da weggeholt. Mhm. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich aufgehangen. Wo? An einer Türklinke, so wie ich das von der Polizei erfahren habe. Ja. In der Wohnung, in der ihr gemeinsam gelebt habt? Ja. Aber da warst du ja schon weg. Ja. Hm. Du sagst, du weißt nicht, ob er dir irgendetwas hinterlassen hat. Warum weißt du es nicht? Das wäre doch dann nach ein paar Tagen oder Wochen irgendwie dann in Erscheinung getreten oder herausgekommen. Nee, ich weiß das halt eben nicht. Keine Ahnung. Weil der Vater von ihm, der hat jetzt auch Hass auf mich, der gibt halt eben mir die Schuld an dem Ach so, ach so. Ach so, danach war dann gar keine Verbindung mehr zwischen seinen Angehörigen und dir. Nee. Weil die schlecht auf dich zu sprechen sind. Genau. Da gab es eine Trennung, sagst du, ein paar Tage vorher. Ja. Von wem ging die Trennung aus? Von ihm. Mit welcher Begründung? Weil er sich wohl in eine andere verliebt hatte. Dann bist du ja nicht schuld. Ja, aber der Vater gibt mir die Schuld. Mhm. Und, hast du denn danach mit niemandem, der so aus seinem näheren Umfeld ist, Familie mal normal reden können? Doch, mit seinem Bruder, aber der hasst mich jetzt auch, weil er denkt, dass ich einen neuen Freund habe und das ist gar nicht so. Ja, selbst wenn du einen neuen Freund hättest, wäre das ja nicht verurteilenswert. Zumal ihr ja sogar noch getrennt wart, als er sich das Leben genommen hat. Ne? So war es doch. Ja. Also da sind merkwürdige Verhältnisse um ihn herum. Hattest du denn zu seiner Familie, ich meine, ihr wart 2 Jahre zusammen, das ist ja schon eine Menge Zeit,
Hattest du denn zu der Familie früher einen guten Kontakt? Zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern, ja. Und wie, und der Kontakt zu seiner Mutter funktioniert denn danach dann auch nicht mehr? Du konntest mit ihr nicht sprechen? Nee, weil sie da auch nervlich kaputt war und weil sie ihn gefunden hat und halt eben eine Schwester von ihm. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass da ein Brief lag, der sogar vielleicht an dich gerichtet war, aber die haben den an dich nicht weitergereicht. Könnte das sein? Das könnte angehen, ja. Oder es könnte ein Brief sein, der gar nicht vielleicht an dich gerichtet war, sondern einfach, dass er irgendetwas hinterlassen hat und die sagen dir nicht, was er geschrieben hat. Ja. Warst du denn auf seiner Beerdigung auch? Nee, durfte ich nicht. Die Familie hat es verboten? Sein Vater hat es verboten. Ich bin so erstaunt über den offensichtlichen Hass oder die Abneigung. Eigentlich müsstet ihr gemeinsam trauern und da eine Gemeinsamkeit haben, dass sie sich so gegen dich stellen, finde ich so merkwürdig. Ja, weil es eine Zeit gab, da haben wir uns halt eben gestritten und dann lief das zwischen uns nicht mehr so gut und dann bin ich ihm halt eben fremdgegangen. Ach so. Und hat er sich deshalb auch von dir getrennt? Nee, eigentlich nicht, weil er mir das eigentlich verziehen hatte. Bist du einmal fremdgegangen? Ja. Ja. Und das hat die Familie mitbekommen? Sein Vater hat es mitbekommen, ja. Mhm. Und glaubst du, dass da wirklich eine andere Frau dann im Spiel war, dass er, als er sich von dir getrennt hat? Ja, glaube ich schon, weil das ist die Nichte von der Freundin von dem Vater gewesen. Mhm. Umso merkwürdiger finde ich das, dass die Familie auf dich so einen Zorn hat, auch wenn da mal sowas vorgefallen war. Wie auch immer, du machst dir auch Vorwürfe? Ja. Warum? Weil mir das halt eben eingeredet wird von allen Leuten so. Lassen wir mal die Leute weg, was die reden. Wenn du so ganz, ganz streng mit dir ins Gericht gehst und denkst so an die Zeit, die du mit ihm verbracht hast, was wirfst du dir vor? Okay, du bist einmal fremdgegangen, das wissen wir jetzt schon. Was wirfst du dir noch vor? Ja, weiß ich nicht, dass ich nicht trotzdem bei ihm geblieben bin, so, weil ich habe ja eine Zeit noch mit ihm zusammen gewohnt. Aber wenn er eine andere hat, wie willst du dann bei ihm bleiben? Ja, er hat gesagt, ich kann bei ihm wohnen bleiben, weil da war nichts Festes, so in dem Sinne. Also er hat sich nur in die verliebt gehabt und die hatte aber einen Freund. Hm. Okay, aber du meinst, nur wenn du da wohnen geblieben wärst, dann wäre dieses Unglück zu verhindern gewesen? Ich weiß es nicht, ich vermute mal. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Cindy. Also, wie alt war er? 21. Hm. Hat er früher schon mal von sowas gesprochen, dass er sich das Leben nehmen würde, wenn? Wo wir uns kennengelernt hatten, da hat er schon sowas gesagt. Wenn er mich nicht kennengelernt hätte, hätte er sich schon da das Leben genommen. Das heißt, er hatte schon, bevor ihr euch kennengelernt habt, große seelische Probleme offensichtlich. Und, ja, und so. Und durch die Beziehung ist er dann, hat sich das wieder etwas stabilisiert. Ja. Weißt du, ich glaube ja, wenn das nicht wirklich in einem Affekt passiert ist, dass da ganz lange und ganz viel zusammenkommt bei einem Menschen, bis er so etwas Ungeheuerliches tut, sich nämlich selbst das Leben zu nehmen. Mhm. Und wenn du sagst, dass du denkst, du hättest das vielleicht verhindern können, wenn du da wohnen geblieben wärst, kann ich das verstehen, dass du das so denkst. Aber nur aufgrund der Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, glaube ich das nicht. Ich glaube, dass der so große Probleme hatte, von denen selbst du wahrscheinlich gar nichts geahnt hast, weil er nicht gesprochen hat. Ja, aber ich weiß es nicht, warum er nicht mit mir gesprochen hat. So in dem Sinne. Er hat ja vielleicht mit niemandem gesprochen. Kann ja sein. Was meinst du, wie viele Menschen sich das Leben nehmen, die mit niemandem sprechen?
und die Angehörigen hinterher da stehen und sind völlig geschockt. Ja, aber ich verstehe nicht, dass ich da zur Beerdigung nicht gehen durfte, weil der Vater hat mir angedroht, so von wegen, wenn du dich bei dem Grab sehen lässt, dann hau ich dich tot und das finde ich ganz, das finde ich ganz schlimm, Cindy. Das finde ich schlimm und da gehört der Vater verurteilt. Das sagt aber nichts über deine Schuld aus. Ich kann mir nur vorstellen, dass das natürlich jemandem extrem wehtut. In deinem Fall dir. Wenn schon so etwas passiert ist und man dann auch noch so eine Reaktion abbekommt. Letztendlich ist jeder für sein Leben verantwortlich. Vor allen Dingen das Schlimmste ist für mich, ich liebe ihn immer noch. Das klingt zwar blöd, aber ist so. Das heißt, du bist, es ist jetzt ein Jahr her, du bist in tiefer Trauer und tiefer Verzweiflung. Ja. Mit wem sprichst du denn über deine Gefühle? Ja, ich habe jetzt mit meinem Betreuer darüber gesprochen, aber er meinte, ja, da musst du dich anders von ihm verabschieden. Wie meint er das, anders verabschieden? Ja, rein symbolisch. So, dass ich halt eben Bild begrab oder so in der Richtung. Hat dir das was geholfen, der Rat? Momentan nicht wirklich, weil ich mich momentan gar nicht verabschieden kann. Du sagst Betreuer, was ist das für ein Betreuer? Ich wohne im betreuten Wohnen. Ach so. Ich habe meine eigenen vier Wände, aber der kommt viermal die Woche zu mir. Ja. So. Weißt du, vielleicht ist der Mann für diese Problematik auch überfordert. Das ist ja wahrscheinlich kein ausgebildeter Psychologe. Genau, das ist er nicht. Ja. Ich glaube, in diesem Fall, das ist ja so vertrackt, was du dir für Schuldgefühle zusprichst, was man dir vorwirft, was da vielleicht alles passiert ist. Ich finde, das müsstest du wirklich mit einem richtigen Psychologen, mit einem fachkundigen Menschen besprechen. Um eine Erleichterung zu finden, um vielleicht einen Weg daraus zu finden. Denn du musst einen Weg daraus finden. Du musst trauern, natürlich, ja. Aber du musst auch lernen, und das ist sehr schwer, das weiß ich, man muss auch lernen, Abschied zu nehmen und loszulassen. Denn er ist nun mal verstorben. Ja. Denn so blockierst du ja dein Leben vollkommen wahrscheinlich im Moment. Ja, momentan ja. Du könntest dich auch gar nicht in jemand anderen verlieben. Nee. Und wenn, dann würde das nur für eine kurze Zeit eventuell halten und dann würde ich so und so wieder Schluss machen. Ja. Cindy, ich habe, das weißt du wahrscheinlich, wenn du meine Sendung kennst, immer einen Psychologen hier im Hintergrund bei mir. Das ist heute eine Frau, das ist die Magdalena. Mit der möchte ich, dass du mit ihr jetzt weiter eingehend sprichst. Erstmal könnt ihr noch eine Weile ausführlich reden und dann wird die Magdalena dir noch Tipps geben, was du tun solltest. Ich finde, du solltest etwas tun. Ich glaube, du drehst dich im Kreis und mal ein Gespräch mit dem Betreuer, auch wenn es gut gemeint ist von ihm und er sicher mit bestem Wissen und Gewissen dir gegenübertritt, aber er wird das nicht schaffen. Das ist wohl nicht so zu bewältigen. Ja, vor allen Dingen wegen der ganzen Sache habe ich Albträume und weiß ich nicht. Du legst jetzt bitte auf. Und dann wirst du von uns, das heißt von Magdalena, zurückgerufen. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören. Ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit der Bärbel. Bärbel ist 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Bärbel. Domian, ich habe zwei Herzensangelegenheiten. Und zwar einmal großes Kompliment für dich und dein Team. Dankeschön. Ich habe 2001 eine Tochter an Krebs verloren mit 22 Jahren. Und ich habe im Nachlass dann das Video gesehen. Sie hat das aufgenommen und das wussten wir gar nicht. Was für ein Video hast du gesehen? Wo sie die das Gespräch mit dir. Ach sie, ich habe mit deiner Tochter gesprochen. Genau, sie hat dich angerufen, hat erzählt, dass sie bald versterben wird. Und ich selber kenne dich persönlich gar nicht. Ich habe mir jetzt mal vier Sendungen von dir angeguckt. Also
Wie gesagt, war für mich ganz neu. Mhm. Aber wie gesagt, großes Kompliment. Du warst bewegt, du hast dich so toll um sie gekümmert. Und ja, ich denke, das hat dazu beigetragen, dass sie dann in Frieden gegangen ist. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur Danke sagen, mhm, weil deine Sendung, die ist großartig, weil du nicht nur zuhörst, du hörst auch hin. Ich danke dir sehr herzlich. Wenn ich dir dann noch sage, dass 11 Monate später die zweite Tochter an Krebs verstorben ist und 2004 mein Ehemann, also ich habe mal so schlapp in 3,5 Jahren eine komplette Familie verloren. Du lieber Gott. Das ist schon heftig. Ne? Das will ich glauben, ja. Aber ich weiß nicht, ob Svenja, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, aber du warst so beeindruckt, also man hat das deinem Gesicht angesehen, mhm, weil dieses Kind wirklich mit 22 Jahren eine Stärke hatte. Mhm. Also wir selbst als Eltern waren geplättet. Mhm. Also das war für uns, es war großartig. Wie lange hat sie nach unserem Gespräch noch gelebt? 3 Monate. 3 Monate, mhm. März 2001. Das ist für mich also eine sehr bewegende Rückmeldung. Es ist immerhin sehr lange her, es ist im Jahre 2001 gewesen, sagst du. Und ich habe lange nicht mehr dran gedacht und bin jetzt umgezogen und habe mein Haus verkauft, ja, weil ich es einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Mhm. Es waren zu viele Erinnerungen und was soll ich mit einem Riesenhaus mit 150 Quadratmeter, mhm, für wen? Mhm. Ist ja keiner mehr da. Und habe dann im Umzug wieder diese Kassette gefunden, habe die nochmal eingelegt, mhm, und habe das nochmal gesehen und habe mir jetzt mal die Woche so ein paar Sendungen von dir angeguckt, um mir einfach mal so ein Bild von dir zu machen. Mhm. Und ich merke schon, dass dich diese Schicksale doch auch persönlich berühren. Wobei das für mich immer als Moderator, denke ich, ist das sehr schwer, weil man muss ja auch irgendwie ein bisschen Abstand haben, dass man nicht zu viel an sich rankommen lässt. Also ich muss dir sagen, dass ich habe das auch schon einige Mal öffentlich gesagt, dass die Gespräche mit Sterbenden oder Menschen, die kurz vor dem Sterben stehen, mit zu den schwierigsten Gesprächen gehören für mich. Das glaube ich dir, aber das merkt man dir auch an und dieses Mitgefühl, was du in deinen Augen so rüberbringst, das hat mich unendlich berührt und dafür, wie gesagt, danke und auch deinen Psychologen, die da im Hintergrund, das bist ja nicht nur du, der vor der Kamera steht. Nein. Es sind wirklich die Mitarbeiter, ja, ja, die hinter der, ja, Kamera, ja, stehen, die ackern, ja, und sich Mühe geben. Und da wollte ich einfach nur, wie gesagt, ich will das nicht lang machen, aber einfach nur danke, danke, danke. Das freut mich sehr und das nehmen wir alle als ein großes Kompliment auf. Darf ich noch einen Satz sagen? Du hattest am Mittwoch eine Mutti, wo die Tochter mit 40 und 2 Enkelkindern auch im Sterben, mhm, liegt oder auch stirbt. Das hat mich auch sehr bewegt. Ich denke, ihr habt meine Telefonnummer. Und ich denke, sie hat da auch so rübergebracht, dass sie keinen zum Ausquatschen hat, zum Erzählen hat. Ja. Ich denke, eine Mutter, die dann auch gleich 2 Kinder, also die einzigen Kinder verliert, ja, ich denke, dass die eher einen Draht hat, zuzuhören, ja, und vielleicht auch sich auszutauschen und vielleicht etwas, ich will nicht sagen Frieden, aber wo man sagen kann, denk mal bitte dran und mach und hast du nicht. Und das hat mir geholfen, so die Erfahrung austauschen. Ja. Wenn ihr da von der Redaktion diese Dame ansprechen, ja, sagt, hör mal, wir haben da jemanden, das können wir gerne, wenn machen, du Kontakt aufnehmen willst, mach es, wenn nicht, ist es auch gut. Das finde ich sehr nett und das werden wir in die Wege leiten. Und ja. Und dann einen ganz kleinen Punkt noch, was mir auch am Herzen liegt, wirklich an die Eltern, geht sorgsam mit euren Kindern um. Es ist wirklich, die Kinder sind eine Leihgabe, sie gehören euch nicht. Und ich hasse das immer, wenn ich dann so im täglichen Bereich sehe, wenn man einkaufen geht, wie die Eltern unbeherrscht an ihren Kindern zerren, mhm, und unmürrisch sind und grantig sind. So darf man mit Kindern nicht umgehen, weil man wirklich sieht, man weiß nicht, wie lange man sie hat, es ist, mhm, wirklich so. Mhm. Einfach liebevoller miteinander umgehen, ja, und vielleicht noch für die Ehepartner. Ich habe oft dann erlebt, dass Ehen auseinandergegangen sind, weil sie hat ja, oder die jüngste Tochter hat Chemotherapie bekommen, die hat also wirklich gekämpft und hat wirklich nicht losgelassen mit 21. Ich habe wirklich Ehen kaputt gehen sehen. Mhm. Und die Frauen müssen einfach auch die Männer berücksichtigen, weil Männer trauern einfach anders. Mhm. Die trauern anders. Liebe Bärbel,
für deinen Anruf und für die Ratschläge sehr herzlichen Dank. Ich danke dir für das Gespräch. Wir werden das arrangieren im Hintergrund. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ramona. Ramona ist 32 Jahre alt. Hallo Ramona. Ja, hallo Domian. Ramona, was ist dein Thema? Ich bin schwanger und möchte das Kind behalten. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Schon. Aber? Die Umstände machen es mir schwer. Was sind das für Umstände? Der Papa vom Kind. Ich habe die Vermutung, dass er mir das Kind wegholen will. Dass er das Kind wegholen will? Ja, ich muss dazu sagen, er ist seit 25 Jahren verheiratet. Mhm. Die wollten immer Kinder haben. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Er ist 44. Ja. Und ich habe sie auch kennengelernt und er hat sich ja getrennt von ihr und es ist alles so hin und her immer gegangen und an dem Tag, wo er erfahren hat, mit mir zusammen beim Frauenarzt, dass ich schwanger bin, ist er zurück zu ihr gegangen und jetzt bietet sie und er bieten mir viel finanzielle Unterstützung, die ich bis jetzt noch nicht angenommen habe. Die bieten dir finanzielle Unterstützung, wenn du das Kind abtreiben lässt? Nein, die finden es beide gut, dass ich es behalten will. Und sie sagt auch zu mir, ich soll mich nicht überfordern. Und auch wenn ich Wünsche habe, die mich betreffen, soll ich nicht so stolz sein. Ich soll zu ihr kommen, sie wird mir alles bezahlen. Und er hat mir ein Auto angeboten. Und sie interessiert sich für die Medikamente, die ich nehmen muss. Mhm. Und sie sagt zu mir, ein Kind später, wie man später mit dem Kind umgeht. Und aber welche Sorge hast du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe einfach Angst, dass er geplant hat, jemanden zu finden, der schwanger wird. Und dass die dadurch versuchen, ein Kind zu kriegen. Ach so. Ach so, dass die das dann an sich ziehen wollen? Ja. Das Kind. Die haben keine Kinder? Nein. 25 Ach. Jahre versucht. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich das. Und die Sorge ist sehr ernst bei dir, sehr tief. Ja. Weil das Verhalten von den beiden sehr auffällig ist. Mhm. In den Jahren, während du mit ihm zusammen warst, war das da geheim, dass es dich gibt? Wusste seine Frau davon nichts? Jahre waren es nicht, es waren 4 Monate. Und wir sind halt sehr schnell und sehr intensiv zusammen. Ach so, das waren nur 4 Monate, wo ihr zusammen wart. Ja, war schon von Anfang an schon sehr intensiv. Und also absolut glücklich, dachte ich zumindest. Und dann hat er dann halt sehr früh erzählt, dass er verheiratet ist, nicht sofort. Mhm. Und dass er sich trennen will. Und da hat er mich gefragt, ob ich seine Frau auch kennenlernen will. Und ich bin einfach drauf eingegangen und da bin ich mit ihm zu dem Haus gefahren, das die beiden zusammen haben. Ja, da wart ihr wie lange zusammen, als du da hingefahren bist? Ein Monat, naja. Mhm. Komische Situation, ne? Da fährt man in das Haus des Geliebten und da ist die Ehefrau. Ja, es war schlimm. Ja, wie war das? Wie haben die dich behandelt? Wie hat sie vor allen Dingen auf dich reagiert? Die war total freundlich. Ich wollte gar nicht so rein, wie ich das gesehen habe. Ich wollte eigentlich schon schreiend wegrennen. Das war ein Schmerz, der durch und durch geht. Mhm. Also er hat in dem Moment Tränen in den Augen gehabt. Sie hat sich gefreut, mich zu sehen. Alles merkwürdig. Ja. Wieso habt ihr nicht richtig verhütet, dass du nach so kurzer Zeit dann schon schwanger geworden bist? Das war ein Unfall. Ja. Sagt man immer so. Aber kein Pillenkind. Mhm. In wie vielen Monat bist du jetzt? Ich bin in der 7. Woche. In der 7? Ja. Ja. Jetzt ist wirklich die begründete Sorge, oder die tiefe Sorge bei dir, dass die irgendwie rumtricksen wollen, dass wenn du das Kind bekommen hast, dass sie das Kind an dich ziehen. Ja. Mhm. Zumal ich ja auch zu ihm gesagt habe, wenn er jetzt wo er wieder zurückgegangen ist zu ihr, bringt das Ganze hin und her auch nichts, weil ich auch schwanger bin und das Kind auch behalten will, weil ich werde jetzt 33 und man weiß nicht, was das Leben noch mit sich bringt. Mhm. Und ich zu ihm gesagt habe, wenn er jetzt sicher ist, dass er bei seiner Frau zurückgeht, dann möchte ich den ganzen Hickhack dem Kind ersparen. Mhm. Jetzt in der Schwangerschaft. Mhm. Und das heißt, du wärst eigentlich sogar bereit, auf diese Beziehung zu verzichten? Ja. Ja. Für dieses Kind. Heißt, sagt mir, dass so dieses Verliebtsein ist nicht mehr da bei dir.
Doch, aber es bringt mir nichts, wenn ich jetzt drunter leide, noch mehr als es schon ist. Und ja. Ich meine, das Kind, das merkt das schon. Das ist ja so ein Gefühl, das sich also, das Kind überträgt. Die wäre am allerliebsten, der und die beiden würden dich jetzt in Ruhe lassen. Und du würdest ein Kind bekommen und würdest es alleine aufziehen. Oder er wird sich ganz komplett entscheiden. Aber ich denke eher, das war alles Berechnung. Weil immer wenn ich zu ihm sage, es geht so nicht, dann kommt er und sagt mir immer noch, dass er mich liebt. Und dreht sich wieder rum und geht. Was, das ist wie so ein Stück Futter, wo er mir hinwirft. Ja, ja. Wie sagt er es dir denn, wie er sich die Zukunft vorstellt? Er sagt, er weiß es immer noch nicht genau. Mhm. Er sagt zu mir, er weiß es nicht und Kind wollte er nie und jetzt ist das Kind da und er weiß nicht, wie es weitergeht. Aber wenn ich dann bei den beiden zusammen bin, ich meine, ich höre jetzt schon zweimal bei denen, dann kommt immer das Finanzielle. Und ich habe eben auch immer gesagt, versuch mir nicht das Kind wegzuholen. Nicht in dem Moment, wo ich mich in dieser Situation für dieses Kind entscheide. Mhm. Versuch das niemals bei einer werdenden Mutter. Wie ist es denn bei dir? Kommst du finanziell alleine über die Runden? Das geht immer, wenn man will. Ja, hast du recht. Hast du recht. Also ich bin eigentlich du bist ja erstmal, bitte? Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Ja, also du bist ja nur erstmal die Mutter. Und einer Mutter nimmt man so schnell nicht das Kind weg. Ihr seid nicht verheiratet, da ist gar nichts. Das war einfach eine Affäre. Du bist die Mutter. Mhm. Jetzt würde ich mal, da du ja sehr, sehr aufgeregt bist und dir große Sorgen machst, ich würde mir einfach mal, nur mal so, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, ob es da nicht irgendwelche Tricksereien gibt. Ich glaube das nicht, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Mal einmal von einem Rechtsexperten mir mal die Lage erklären lassen. Ja. Wie man das am besten und vielleicht auch am preisgünstigsten macht, können wir dir gleich im Hintergrund auch noch erklären. So, das ist erstmal die Einsicht, dass du erstmal so sachlich im grünen Bereich für dich so bist, dass du weißt, der kann mir ja gar nicht, die können mir da gar nichts machen. Da ist gar nichts zu holen. Aber du musst natürlich für dich eine Entscheidung treffen, was diesen Mann anbelangt. Dann würde ich an der Stelle auch gar nicht mehr dahin gehen, wenn du dich da so unwohl fühlst und wenn das alles so merkwürdig ist. Ich glaube, er hat gezielt gesucht nach so einer Frau. So, dann kannst du, was spricht dagegen, dass du ihm sagst, ich möchte diese Beziehung jetzt beenden? Definitiv beenden. Das Gefühl, der Gedanke, dass das Kind komplett allein mit mir ohne Vater, das ist halt immer schwierig. Das ist immer schwierig, aber es ist vielleicht besser, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, lieber ein Kind alleine mit einer glücklichen Mutter, als ein Kind zusammen in völlig verrückten und verzerrten Verhältnissen. Schon, klar. Ich habe halt einfach nur Angst vor dem, was kommen könnte. Also wenn das Gefühl nicht mehr so groß ist für diesen Mann und du ihm solche Sachen unterstellst, da ist ja schon eine Panik bei dir. Ja. Dann würde ich erstmal auf jeden Fall auf Rückzug gehen. Mich erstmal sammeln und sondieren. Wie gesagt, die rechtliche Sache erstmal abklären und dann erstmal für mich so überlegen, was will ich, wohin. Du kannst dich mit dem auch noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder zusammenraufen. Mhm. Zudem würde ich mir auch noch überlegen an der Stelle, können wir dir gleich sicherlich auch noch ein paar Ratschläge geben, dass wenn du emotional so angeschlagen bist im Moment, dass du da auch noch in eine Beratungsstelle mal gehst und dieses Problem dort auch nochmal erörterst. Ja, also es bedrückt mir schon die Angst, was kommt und die Situation halt. Und Weil ich denke auch, dass er gezielt nur so eine Frau gesucht hat. Ich muss dazu noch ganz offen und ehrlich noch was sagen. Wie wir uns kennengelernt haben. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe in finanzieller Not, habe ich mal in einem Domina-Studio gearbeitet. Ah ja. Und da war er Gast. Ah ja. Und das, haben wir uns kennengelernt. Das war der Erstkontakt. Ja. Mhm. Ist er sehr wohlhabend? Ja. Also viel wohlhabender als du? Wesentlich, ja. Wesentlich. Viel. Mhm. Ja, verstehe ich deine Angst auch. Das ist eine diffuse Angst, in so einer Übermacht dagegen überzustehen. Also, wir rufen dich erstmal zurück. Lieber Ramona, dann werden wir alles weiter im Hintergrund besprechen und auch noch dir die entsprechenden Tipps geben, wie und wo du dich am besten sowohl juristisch als auch so emotional so absichern könntest. Mhm, alles klar. Fände ich schon wichtig für dich, damit du jetzt, du brauchst ja auch, wie du auch schon sagtest, deine Ruhe und der Mutter soll es ja gut gehen. Das merkt das Kind ja auch. Mhm. Ne? So machen wir es. Wir rufen dich gleich an. Okay, alles klar. Danke. Toi, toi, toi. Alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier ist der Tobias. Tobias ist 38. Morgen, Tobias. Guten Morgen. Ja, Tobias. Um was geht's? Also, es geht um meinen Bruder. Mein Bruder ist 5 Jahre jünger wie ich. Und der hat massives Problem mit dem Alkohol.
Der hat das ganze Leben lang vielleicht seit dem Erwachsenwerden vielleicht 2-3 Jahre gearbeitet. Mhm. Und was unsere Familie betrifft, ja, hat er keinen Kontakt mehr. Ich bin der Einzige, der noch den Kontakt bis vor 2 Monaten gehalten hat. Wie sah denn der Kontakt aus? Habt ihr euch öfters gesehen? Habt ihr telefoniert? Ja, er hat bis vor einem Jahr noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und das 10 Jahre lang. Mhm. Zwischendurch hat er einmal ein Jahr eine eigene Wohnung gehabt, aber die musste aufgegeben werden, weil er seine Miete nicht bezahlt hat, seinen Strom nicht bezahlt hat. Und meine Mutter musste dann mehr oder weniger dann auch die Wohnung noch entrümpeln. Dann wird er zu meinen Eltern gezogen, dann eine Beziehung gehabt. Da hat er die Lebensgefährtin auch betrogen mit Geldmitteln und anderem Möglichen. Ein Kind hat er gemeinsam mit dieser Lebensgefährtin. Mhm. Darum kümmert er sich auch nicht. Und ja, jetzt lebt er in unmittelbarer Nähe von unserer Familie. Mhm. Ja, und in einer eigenen Wohnung oder wie? Ja, ja, der hat eine eigene Wohnung. Und wie finanziert er die? Durch das Arbeitsamt, Hartz IV. Ah ja. Hartz IV, ja. Und säuft? Der trinkt, ja, der trinkt. Also wenn ich da reinkomme, das ist ganz extrem. Also wenn ich dort reinkomme, der hat eine ganz schwere Krankheit, Schuppenflechte. Mhm. Normalerweise würde man sagen, ja gut, Schuppenflechte, da kann man was gegen machen. Mhm. Er war auch mal beim Hautarzt und er sagte, ich kann Ihnen diese Tabletten nicht verschreiben, weil Ihre Leberwerte viel zu hoch sind und die Nebenwirkungen viel zu extrem wären. Ja, ja. Und ich bin einmal in die Wohnung gekommen, er hat mich reingelassen, da lagen also wirklich 5x5 oder 3x3 Zentimeter lange Hautlappen auf dem Boden, der hat die weggesaugt und ja, da wird einem fast schon schlecht. Und Weißt du, jedes Gespräch, was man führt, nach dem Motto, ja, was kann man jetzt machen? Versucht er erstmal die Krankheit in den Griff zu kriegen oder was ist mit Arbeit oder meine Frau hat sich angeboten, die Wohnung für ihn in Ordnung zu bringen, ne, weil sie auch ein bisschen kreativ veranlagt ist. Nichts, gar nichts hilft, gar nichts. Meine Mutter, ich rufe eigentlich nicht im Auftrag meiner Mutter an, aber im Gewissen meiner Mutter an, weil die sich wirklich sehr viele Sorgen macht. Die anderen Geschwister sind alle, ja, ich sag mal, ne, die haben ihr Standbein im Berufsleben und im Leben und ja. Er nicht, er ist der Verlierer der Familie. Ja, kann man so sagen. Also, wie ist denn das mit dem Alkohol? Weißt du, wie hoch die ist er immer besoffen oder? Nein. Nein, das ist wirklich nicht der Fall. Also aber er trinkt regelmäßig viel. Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Regelmäßig trinken. Ja. Also Alkoholproblem. Ich will nicht jetzt sagen extreme Massen oder harte Sachen. Aber du würdest schon sagen, dass er alkoholabhängig ist. Ja. Ja, gut, das reicht dann ja auch aus, und wenn die Leberwerte entsprechend das auch schon widerspiegeln. Genau. Und ist er denn, ist er zugänglich für dieses Alkoholproblem? Ja. Ja, er ist in dieser Art zugänglich, er ist auch in anderen Sachen zugänglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hör mal, hast du dir mal Gedanken gemacht, in ein Krankenhaus zu gehen oder eine Therapie anzufangen und so weiter und so fort. Der letzte Stand war, dass er gesagt hat, das kriege ich schon selber hin. Aber wir haben uns von der Familienseite her schon Gedanken gemacht, zu sagen, ja, was ist mit Zwangseinweisung oder Entmündigung? Aber da wissen wir nicht, wie da die rechtliche Seite gestaltet ist. Ne? Das wissen wir nicht. Kann ich nicht zu sagen. Das ist ein zu kompliziertes Feld. Ich kann nur so sagen, dass wenn jemand in, ich meine, es ist ja ein Problem, was letztendlich dauerhaft bei ihm aufgetreten ist, schon seit Jahren, ne? Seitdem er Jugendlicher ist. Und seit er Jugendlicher ist, über die Grenze gefahren, Gras geholt, also Haschisch geholt, erwischt worden, Geldstrafe. Er war noch nicht im Gefängnis, aber die Polizei war schon da, weil er die Geldstrafe in monatlichen Raten nicht ableisten konnte. Ich vermute mal, dass ihr mit, und das hast du wahrscheinlich intensiv schon gemacht und die Mutter auch und der Rest der Familie auch, dass man durch intensives, vernünftiges Zureden da überhaupt nichts schafft. Nein. Vielleicht sieht er es dann in dem Moment ein, aber er zieht keine Konsequenzen daraus. Nein, zieht er nicht. Das ist das Problem. Das ist wirklich immer das ganz große Problem in solchen Fällen. Was macht man dann? Man sitzt als Angehöriger daneben und sieht einen Verwandten, den man, oder einen Bruder, den man liebt, vor die Hunde gehen. Ja,
Genau. Ne, so ist es. Richtig. Also mittlerweile bin ich auch sauer oder wütend. Ich sag zu meiner Mutter, mach dir keine Sorgen, und die weint dann auch am Telefon und sagt, das ist doch mein Sohn. Und ja, meine Mutter ist mittlerweile 74 und was wäre, wenn ihr ihm einen Therapieplatz in einer Klinik mit Entzug und allem, was dazu gehört, organisieren würdet? Also im Vorfeld, bevor er davon weiß. Ja, würde er dann einschlagen oder würde er das dann nicht machen? Du, das ist eine gute Frage. Das ist ja die Kernfrage, worüber ich mich noch nicht schlüssig bin. Ja, nach dem Motto. Also offensichtlich macht er es von darauf reagieren. Ja. Genau. Also offensichtlich von sich aus macht er es nicht. Nein. Gutes Zureden nutzt nichts. Nein. So, dann könnte vielleicht der nächste Schritt sein, den ich als Bruder auch unternehmen würde, bevor ich jemanden dann gänzlich fallen lassen würde. Was zu organisieren und ihm hinzulegen, ist ja, pass auf, hier, ab 15., weiß ich jetzt, ab 1. Dezember hast du den Klinikaufenthalt mit allem, was dazu gehört. Aber du musst es wollen und du musst jetzt auch hingehen. Mehr kann ich nicht für dich machen. Ja, okay, also du meinst, wir können das von der Familie her im Vorfeld schon mal in die Wege leiten, nach dem Motto Erkundigung und wie sieht das aus, und ihn dann damit konfrontieren. Ich würde es mal so versuchen. Es gibt nun auch andere Standpunkte, die sagen, dass man jemanden, der so schon am Boden liegt, noch weiter fallen lassen muss, damit er wach wird und das von sich aus machen ja. würde. Ja. Aber das ist wirklich immer sehr schwer, wenn man ganz nah an so jemandem dran ist, das dann auch so diese Härte zu zeigen. Wahrscheinlich ist diese Härte letztendlich richtig. Ja, aber richtig, ich glaube, ich würde jetzt auch mal, abgesehen von allen wissenschaftlichen Erfahrungen oder wie man es dann nennen mag, würde ich als Bruder vielleicht auch so erstmal. Also ich mit meiner Mutter, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sind die einzigsten noch, die zu ihm halten. Ja? Mhm. Also alle anderen Geschwister haben sich von ihm abgewendet, weil er die betrogen hat oder Versprechungen nicht eingehalten hat. Ne? Aber Tobias, dann wäre auch Schluss. Ja. Ich meine, das man kann es ja sogar mit ihm vorher besprechen. Man kann ja sagen, pass mal auf, wir bieten dir an. Das ist ja nicht einfach, sowas zu organisieren. Wir organisieren es. Mhm. Bist du bereit, dann zu gehen? Mhm. Dann kann man ja erstmal sehen, wie er reagiert. Ja. Ihr müsst ja nicht alles hinter seinem Rücken organisiert haben. Man kann es ja mit ihm absprechen. Ich finde auch, er soll das Gefühl haben, dass er mit daran beteiligt ist. Ja, finde ich auch. So, ja. Sollte dann aber alles wieder platzen. Dann bin ich auch ratlos und ich glaube, jeder Psychologe würde dir dann sagen, dann lass ihn fallen. Dann kann man nichts machen. Lass ihn fallen. Ja, mir tut's nur leid für meine Mutter. Ne? Ja, das ist natürlich furchtbar. Ja, ja. Die sagt immer, das ist mein Sohn und ne, fängt dann an zu weinen am Telefon und dann fühle ich mich dann auch wieder in die Pflicht genommen, ne? Oder auch moralisch. Ne? Und als Mutter, als Eltern denkt man ja auch immer noch, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Habe ich in der Erziehung einen Fehler gemacht, dass es so gelaufen ist? Ja, ne? Genau. Wahrscheinlich hat sie keinen Fehler mehr, aber ist ja auch normal, dass man vielleicht als Elternteil so denkt. Ja, genau. Sehe ich auch so. Mhm. Belastet das denn deine, du hast auch Familie, du hast eine Frau, hast du gesagt? Ja, ich habe eine Frau. Wir sind seit 20 Jahren zusammen, seit 14 Jahren verheiratet. Wir haben eine Tochter. Mhm. Mein Bruder hat auch einen Sohn. Und das Beste war jetzt Ende letzten Monats, ne, wo es ja neues Geld gibt von Hartz IV. Vor zwei Wochen vorher hat er gesagt, ja, ich muss meinen Sohn wiedersehen. Dann kam dieser Sohn, der schläft dann bei uns, ja, also nächtig bei uns. Der ist ja gut befreundet mit meiner Tochter. Mhm. Der ist zwar 2 Jahre älter, aber es hat immer gut geklappt. Mhm. Und ich habe angerufen, der ging nicht dran. Und dann haben wir mal so einen Testanruf gemacht mit unterdrückter Rufnummer. Dann ging er dran. Mhm. Ja, und nach dem Motto, ja, wir sind's. Und dann Sohn kommt und wie schaut's aus? Mhm. Ja, ich bin sehr krank, ich kann nicht. Ne? Also da war ich sehr sauer. Ne? Also vielleicht seinen eigenen Sohn verleugnen. Ne? Wie gesagt, vielleicht noch einmal, aber dann aber auch mit aller Härte. Ja. Dann mit aller Härte. Ja. Mhm. Tobias, wir müssen Schluss machen. Ich wünsche dir und deiner Familie, deinem Bruder alles Gute. Viel Erfolg weiterhin in deiner Sendung. Ja? Vielen Dank, sehr nett von dir. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Freitag Sendung. Jetzt wünsche ich euch ein schönes sonniges Herbstwochenende. Es soll ja toll werden draußen. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen, ihr wisst das ja. Und immer könnt ihr mailen domian@wdr.de. Schönes Wochenende. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.